Heute ist ein guter Tag, um mit Vorurteilen aufzuräumen, und zwar aus dem Tierreich. Fangen wir an mit dem beliebten, aber völlig falschen Bild der Rabenmutter an. Raben sind sehr fürsorgliche und liebevolle Eltern. Und die kleinen Rabenküken sind sehr früh flügge und hocken dann oft zerzaust auf dem Boden herum. Und deshalb gibt es häufig das Bild, dass Rabeneltern ihre Kinder vernachlässigen würden. Das stimmt aber gar nicht, denn Rabenmutter und Rabenvater sind in der Nähe und bewachen ihre Kinder. Also, wenn eine Frau bezeichnet wird als Rabenmutter, nur weil sie Beruf und Familie, Beruf und Kinder miteinander verbinden will, dann kann ich nur dazu raten, lasst es euch als Kompliment anerkennen, denn Rabenmütter sind ganz tolle Mütter. Vorurteil 2. Die Zicke, die sich mit einer anderen Zicke einen Zickenkrieg liefert. Auch dieses Bild ist falsch. Ziegen sind gewöhnlich friedlich und gar nicht angriffslustig. Nur wenn ihre Herde bedroht ist, dann wird die Ziege kampfeslustig und greift möglicherweise an und wird dann vielleicht zickig. Aber untereinander kämpfen vor allen Dingen die Ziegenböcke, und von Böckekrieg habe ich bisher noch nichts gehört. Lasst uns also von den Ziegen lernen. Wenn man Ziegen nicht angreift, dann werden sie auch nicht zickig. Es gibt noch viele weitere Vorurteile gegenüber Frauen, nicht nur aus dem Tierreich. Eins lautet zum Beispiel, grüne Politikerinnen hätten alle einen Doppelnamen und seien humorlos. Mein Name ist Tabea Rössner, und bei Diskriminierung hört der Spaß auch für mich tatsächlich auf. Also, heute ist ein guter Tag, um Denkschubladen aufzuräumen.